Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video möchte ich mit euch über Janemba reden aus dem Fusion Reborn oder Film 12 von Dragon Ball Z. Ich möchte mit euch darüber reden, warum ich denke, dass Janemba ein sehr, sehr starker Charakter ist und warum ich denke, dass ihn auch viele unterschätzen oder vielleicht auch überschätzen. Und damit würde ich auch sagen, fangen wir mit dem Video an. So, am Anfang will ich erstmal mit euch drüber reden. Man kann Janemba nicht in die Dragon Ball Z Timeline irgendwie reinfügen, denn Janemba spielt in einer Zeit, wo Son Goku und Vegeta tot sind, und ich glaube, im Original war das nicht. Also er war nicht in einem dieser Zeiträume, waren beide tot, denn Vegeta war im Kampf gegen Buu kurzzeitig tot, wurde dann wiedergeholt im Kampf gegen Buhan und danach wurde er ja wiederbelebt und Goku hatte das Leben des alten Kaioshins bekommen. Also kann man Janemba erstmal nicht irgendwo einfügen. Aber wir möchten nur kurz einhaken, dass ich immer noch der Meinung bin, dass man Janemba nicht gut in eine Timeline einführen kann. Aber ich muss korrigieren, Son Goku und Vegeta waren für eine kurze Zeit im Original zusammen tot. Und das war, als Vegeta sich in Majin Vegeta in die Luft gesprengt hat und Goku dann nach seinen 24 Stunden wieder ins Jenseits gegangen ist. Also waren sie kurz zusammen tot. Das möchte ich nur sagen, aber ich bleibe immer noch der strikten Meinung, dass es schwer ist, Janemba in die Timeline einzufügen. Aber wir wissen, dass Son Goku den Super Saiyajin 3 kann, es Paikuan mit im Film spielt und Vegeta dann auch später auftaucht. Nur dass Vegeta am Ende des Filmes sich dann wieder auflöst, weil er den Körper nur ausgeliehen hat, bekommen hat, weil Janemba zu stark ist. Dann müssen wir ganz klar sagen, der dicke Janemba am Anfang vom Film war schon sehr, sehr stark. Aber über diesen will ich nicht so sehr in diesem Video reden, denn es geht mir mehr um Super Janemba. Super Janemba war so stark, Goku oder sagen wir mal eher Janemba war so stark, dass Goku am Anfang oder gesagt hat, wo er Janemba gespürt hat, dass er sagt, dass das die stärkste Kraft ist, die er je gespürt hat. Dann müssen wir noch darüber reden, Janemba oder Super Janemba konnte Super Saiyajin 3 Goku und auch Vegeta überwältigen. Über seine Fähigkeiten, da gehen wir gleich drauf ein. Aber auch Janemba war ein Kampfgenie, denn er konnte Goku und Vegeta im Nahkampf ebenbürtig sein und sie sogar überwältigen, bis sie sich natürlich zu Vegeta verwandelt haben. Also, was schon mal für Janemba spricht, man hat eine Fusion gebraucht, um diesen aufzuhalten und um diesen zu besiegen oder zu töten. Dann müssen wir ganz klar davon reden, Janemba ist irgendwie wie Buu, also Kid Buu, er hat keine Empathie, keine gutartige Sache in sich, denn man darf nicht vergessen, Janemba ist daraus entstanden, aus den ganzen bösen Seelen, also nur aus böser Energie, er ist aus der Hölle entstanden. Und daher kann bei ihm nichts Gutes sein, denn er ist nur aus negativer Energie entstanden. Und dadurch ist ja Janemba entstanden, weil dieser junge Dämon oder junge Teufel dahin gegangen ist und die ganzen Seelen oder die Maschine explodiert ist und die ganzen Seelen in ihn reingegangen sind. Dann müssen wir darüber reden, Janemba durch seine herzlose Art und keine Empathie ist nur fürs Kämpfen da und zum Foltern, Quälen. Also alles, was Böses darstellt, dafür steht Janemba, weil er ist, wie gesagt, aus böser Energie entstanden. Dann müssen wir aber darüber reden, dass der dicke Janemba auch viele, viele krasse Fähigkeiten hat. Wie zum Beispiel, er schlägt durch Dimensionen, er kann sich multiplizieren, also dass ganz viele kleine Janembas sind. Das könnte aber auch Super Janemba. Das muss man auch ganz klar sagen. Super Janemba kann auch die Dimensionen manipulieren, durch die Dimensionen reißen, mit diesen Würfeln, damit Attacken ausweichen. Also... Und auch Gegenstände manipulieren, das kann Janemba auch. Er konnte eine Keule zu einem Schwert manipulieren. Also bedeutet, er kann die Struktur von Gegenständen ändern, so wie er es braucht. Dann, was vielleicht auch ein bisschen für Janemba spricht, aber nicht so groß für Janemba spricht, er ist nicht direkt gegen Gogeta gestorben. Er konnte ein paar Angriffe von diesem aushalten, aber wurde natürlich dann vom Stardust Breaker oder vom Sternstaubbreaker getötet. Der Kampf gegen Janemba ist Goku auf gar keinen Fall leicht gefallen, denn Janemba hatte die Fähigkeit, ein Ebenbild von ihm in seiner Hand zu projizieren und ein Kamehameha gegen ein Kamehameha angreifen zu lassen. Also ihr seht schon, Janemba hat eine sehr, sehr kranke Fähigkeit. Dann, wie gesagt, seine Regeneration, der kann sich einfach regenerieren ohne Probleme. Dann hat natürlich Janemba aber auch eine Schwäche und das ist, wenn er beleidigt wird, denn... Wir hatten ja diese Szene, wo Goku und Paikuan Janemba getroffen haben, dann Goku gegen ihn kämpft und Paikuan sich um die Barriere kümmern sollte. Und Paikuan
konnte diese Barriere nur brechen, indem er sie beleidigt, und aber auch diese Schwäche geht auf Janemba über, denn Janemba wird von Beleidigungen betäubt, nicht zerstört, dafür ist seine Regeneration zu gut, aber Janemba wird von Beleidigungen kurz betäubt, was man im Kampf für sich nutzen kann. Das ist aber an sich eigentlich die einzigste Schwäche. Hätten Son Goku und Vegeta sich nicht zu Gugeta fusioniert, also wäre Paikuan nicht zur Hilfe gekommen, hätte Janemba Goku und Vegeta besiegt, denn Janemba hat den Super Saiyajin 3 auch hops genommen. Die erste Form von Janemba, die hatte nicht so viel Chance gegen den Super Saiyajin 3 Son Goku, aber die Super Janemba Form hat Goku im Super Saiyajin 3 fertig gemacht, und auch wo Vegeta dann dazu kam, im Super Saiyajin 2 hatte Janemba keine Probleme, diesen fertig zu machen. Dann will ich mit euch drüber reden, wo kategorieren wir Janemba von der Kampfkraft ein? So circa. Es kann weniger sein, mehr sein, das ist jedem seine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung ist, Janemba ist auf jeden Fall schon in der ersten Form viel, viel stärker als Perfect Cell. Und ich denke sogar, dass Super Janemba stärker ist als Kid Buu. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, denn er hat viel, viel besser performt gegen Vegeta und Goku, als Kid Buu es getan hat. Klar, man darf nicht vergessen, es ist ein Film, das ist nicht Canon, deswegen ist es schwer, ihn einzukategorieren. Aber ich finde, mit allem, was Janemba kann, mit seinen Dimensionswandeln, mit der Manipulation von Gegenständen, mit seiner starken Regeneration, dann mit seiner allgemeinen Stärke, ist Janemba ein sehr, sehr starker Charakter. Und hätte man diesen irgendwie in die Story Canon gemacht, wäre das bestimmt auch ein sehr, sehr geiler Arc gewesen, den man gehabt hätte. Aber wie gesagt, es ist ein Film, und in diesem Video möchte ich auch gar nicht darüber reden, was vergeudet bei Janemba ist, sondern ich wollte einfach mal rund um Janemba reden, warum er stark ist oder man ihn vielleicht überschätzt oder unterschätzt. Ich sag ganz ehrlich, man kann Janemba nicht unterschätzen, denn Janemba hat übermäßig viele Fähigkeiten. Seine Manipulation, wenn er sich so in Würfel auflöst, sich hinter jemanden damit teleportiert und ihm dann seine Fäuste ins Gesicht schlägt. Oder mit seinem Schwert, seine Razor Claw, die Fähigkeit, seine Attacken im Allgemeinen, seine Regeneration. Und da müsst ihr euch einfach überlegen, seine einzige Schwäche ist eigentlich, dass man ihn beleidigt. Und halt, Gugeta hat ihn halt getötet, aber das ist ja keine Schwäche. Und da sieht man einfach, wie stark Janemba ist. Und damit würde ich auch sagen, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt, und bis zum nächsten Mal.